Hallo, ich bin der Gamer und herzlich willkommen zu Let's Play Daggerfall, nochmal Daggerfall Unity Teil 8. Wir sind immer noch auf dem Weg zum Pit of Chabla, irgendwie sowas. Und ich bin hier erstmal auf dem Weg weg von hier. Also ich kann natürlich probieren, die mit Feuerball wegzukriegen. So. Hat nicht gut funktioniert, aber ein bisschen. Okay, ich hatte kein Glück da. Aber das hatte ich vorher schon. Plötzlich wundere ich, warum hier so viele Spielstände sind. Und ich aber eigentlich... stimmt, das war zu weit. Aber noch nicht gespielt habe. Ich habe versucht zu spielen und dann ist mir ein Bug aufgefallen, der mich so genervt hat, dass ich jetzt eine halbe Stunde damit verbracht habe, den Bug zu fixen. Und den Teil nochmal dann neu aufnehmen wollte. Kleiner Hinweis, ich bin etwas heißer, weil ich habe heute einige Teile aufgenommen und ja. Aber ich habe gerade heute echt viel Zeit. Wollte ich das unbedingt nutzen. Ah, ich habe das Wetter ausgeschaltet bei der Travel Options Mod, weil das die Performance doch einiges erhöht. Mei, verarsche. Ich überschreibe mal den Spielstand. Ja, ich habe auch die Perform at Taverns Mod, also die Mod, die ihm erlaubt, in Tavernen aufzutreten, deaktiviert. Weil ich hatte dann den Bug, dass sie 5-mal getriggert worden ist auf einmal und ich habe dann 15 Stunden gebraucht, um mich zu heilen, was einfach daran lag, dass sie wirklich quasi so ungefähr jede 10 Minuten wurde aufgeweckt, hey, willst du auf, dann willst du auftreten, und das funktioniert halt nicht. Das hat mich so genervt, dass ich gesagt habe, okay, wo die Mod ja ganz lustig ist, aber das funktioniert nicht. Und das Problem haben aber einige, deswegen ja. Ich glaube, ich habe das Problem jetzt gefixt, weil man muss quasi den Ding-Ordner löschen und da muss man eine gewisse Zeit rumreißen. Das mit der Minimap finde ich auch ziemlich cool, also vom Reißen her. Wie gesagt, ich bitte ein bisschen Heiserkeit oder so zu entschuldigen, aber ja. Ich habe jetzt 5 Teile von meinen Zelda-Let's Plays aufgenommen und weil ich einfach Zeit hatte und richtig Bock hatte. Und ja, das geht aber ganz schön. Das ist anstrengend, habe ich mir das dann gedacht, weil hey, es waren doch einige Stunden. Ja, weil ich ich habe das Spiel schon gesehen. Nein, okay. Hatte ich nicht vor beim Testspielen, dass er dann so geladen hat, das Spiel abgestürzt ist. Ich trinke von meinem Waterskin, das ist immer gut. Ich möchte natürlich weiterreisen. Hey, ich möchte weiterreisen. Ich verbrauche gerade sehr wenig Ausdauer, das ist sehr gut, das gefällt mir. Da rechts, glaube ich, ist schon irgendwo der Kastorf, genau. Weil da bin ich schon hin und dann habe ich das Problem mit der Mod bemerkt, weil das ging mir so auf die Nerven. Da wirklich, da hat
fünfmal hat sie das gleiche Fenster angezeigt, mit möchten sie auftreten, und es aber immer wieder, und ich konnte nichts mehr gescheit machen. Ich trinke jetzt mal einen Tee und dann esse ich erstmal was. Nimm mir einen Raum. Ja. Bye. Oh, ich brauche 2 Stunden, um mich hier voll zu heilen. Also die Ausdauer. Ich brauchte mit wo die Motten funktioniert haben, mit den Auftritten Ding, habe ich 15 Stunden gebraucht. Also. Ah, you need more rest. Okay. Ja, das ist so ein bisschen ein Problemchen. Dann rest ich nochmal 4 Stunden, schauen wir, ob das reicht. Wenn ich jetzt noch mehr Rest needed brauche, dann ja, nee, jetzt passt. Sehr gut, jetzt funktioniert es, wie es soll. Ich hatte echt das Problem, das hat so oft das Spiel unterbrochen, dass ich tatsächlich das Problem hatte, dass ich nichts mehr machen konnte. Osten. Ja, ich möchte weiterhin zu Fuß nach Möglichkeit reisen oder quasi nicht schnell reisen, weil ich finde das irgendwie ganz lustig. Es gibt den Ganzen auch ein bisschen mehr Bedrohlichkeit, aber immer noch so, es macht mir eigentlich ganz gut Spaß, also so. Ja, her damit. Ich hab das Geld. Und ja, jeder Schrank kann und abweichen. Ach so, warte mal, da gibt's eine Ration. Die kaufe ich mir doch gleich auch. Das ist ein mehr als fairer Preis. Ich kenne den Markt. Aber andererseits ist es manchmal in wenigen Fällen weniger wichtig, Profit zu machen. Ich kann da mit Verlust dir das mit für 13 Geld verkaufen. So, jetzt habe ich ein bisschen mehr Ration dabei. Ja, ich werde schauen, dass ich mir dann auch noch ein Pferd hole, aber jetzt schaue ich erstmal so schnell wie möglich dorthin zu kommen. Da muss ich einfach nur nach Osten reisen. Das Osten. Das andere Osten. Und zwar muss ich hier einfach nur rüber. Und ich glaube, hier oben ist das dann. Da oben, the Pit of Chubia Morgon. Genau, der ist hier oben. Ich bin hier, das heißt, ich brauche einfach bloß den Weg so schön folgen und kann dann quasi hier schön schräg rüber, hoch und ja. Ein Termin von Kitteref, okay. Ups, toll. Ich
Ich weiß, dass hier die Straße ist, die weiterführt. Ich komme hier, ich treffe auf jemanden, der viele Kilo und viele Rollen und Papierblätter dabei hat. Und ich sehe Feinde. Okay, doch nicht. Gerade wo der Etikettenskill funktioniert. Der Etikettenskill. Der war schlecht. Okay, erst wenn ich überlege, ich habe bei dem letzten Versuch, war ich jetzt soweit nach 35 Minuten, weil mich der Bug soweit aufgehalten hat. Das hat sich rendiert, das neu aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, weil, ja. Überblick fehlt ein bisschen. Ah, das ist auch gut. Du bist nicht hungrig genug, um das Fleisch jetzt zu essen. Finde ich gut, dass man das auch angezeigt bekommt. Weil ich hatte mich immer gewundert, wie das funktioniert. Ich muss sagen, das Spiel läuft plötzlich flüssiger. Ich meine im Allgemeinen, seitdem ich die Performer Taverns Quest rausgeworfen habe, ist es so minimal besser. Das könnte auch nur dummer Zufall sein. Ja, was ich auch sagen wollte, verdammt. Ich habe Nightblade gekillt. Vielleicht kann ich jetzt das Fleisch essen. Boah, jetzt kann ich das freundliche Fleisch essen, aber ganz praktisch. Bei mir vielleicht eine Ration. Ich hätte gehofft, das Spiel jetzt nicht abstürzt, hätte ich vor einmal. Ich folge dem mit der Straße weiter. Ja, genau, ich wollte sagen. Ja, aber ich fahre demnächst mal 2 Wochen Urlaub und versuche jetzt quasi ein paar Teile voraus aufzunehmen, dass ich das schön überbrücken kann. Für Leute, die sich fragen wegen aktueller Situation und Urlaub. Ich war in Ferienhütte, also ich fahre nicht in die Hütte rein, aber so. Etwas abseits im Wald, etwas entspannt. Wenn alles dicht ist und man nichts machen kann, dann bleibe ich halt in der Hütte. Also ich war ja nicht allein, aber es ist halt ziemlich dann gechillt, sagen wir es mal so. Und schön, ihr wisst schon, was konform.
Gruppe Reisender kreuzen einen Weg vom Osten und als sie aneinander vorbeiläuft, nickt er einander zu und ja, geht eure Wege. Oh, ich liebe es. Achso, ja, ich verstehe, wie das funktioniert. Das muss, also so ein Ereignis muss als Feindesangriff wohl im System deklariert werden von der Spielengine her. Und deswegen ist es halt etwas blöd. Also das Spiel kann quasi nicht sagen, ah ja, klar, logisch, die sind freundlich, sondern das muss man wohl als Feindesding tragen. Ich muss sagen, die Wetterding zu deaktivieren, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ach, mein Magen knurrt. Ich habe noch mehr als genug Fleisch. Kondition, so Zustand neu, also esse ich doch ein Fleisch. Ja, okay, und in den Schnee ist ein bisschen nicht so cool, aber muss. Okay, hier ist eine Stadt. Whitewood Borough. Schauen wir doch mal. Vielleicht könnte ich hier. Nee, ich möchte hier. Also, warte mal. Ja, genau, ich möchte hier rüber. Das heißt. Sharonwood würde ich tatsächlich dann resten auf jeden Fall und dann quasi im schrägen Winkel weiter nach Tamwood reisen. Macht wahrscheinlich am meisten Sinn, geht am schnellsten. Genau, ich bin auf dem richtigen Weg. Obwohl, wenn ich der Straße folge, bin ich schneller. Also, ich bin jetzt so schnell da, dann kann ich jetzt sich überlegen, noch schneller rumzureißen. Ja, dürfte tatsächlich fast schneller sein. Weil man läuft auf der Straße tatsächlich schneller.
Ich habe das vergammelte Fleisch gegessen, das passt schon. Ja, man kann leider das Fleisch nicht grillen, wäre ganz cool. Ich habe gerade nichts Besonderes, also würde ich die Ration halt dann essen, wenn es so weit ist. Dafür habe ich es ja. Mein lieber Mob, jemand nicht mehr meine Ex-Familie würde ich so ein gutes Angebot machen. Ich will 13 Gold von dir. Okay, das ist in Ordnung. Sie fragen ja, ich versuche viel außerhalb zu campen, nicht nur um Geld zu sparen, sondern einfach weil es im Endeffekt praktischer ist. So, dann kann ich nämlich gucken, wo ich denn hin wollte. Hier wollte ich, glaube ich, hin sogar. Genau. Ich glaube, Richtung, wollte ich Richtung Norden? Ja, ich wollte Richtung Norden. Sehr schön, dann speichere ich mal. Ist natürlich sehr, ja, praktisch eigentlich. Ich müsste schauen, wann ich campen muss oder ob ich dann in der nächsten Stadt ist. Gefällt dir, wollte ein Encounter. Okay, was bist du denn? Ach, du bist ein Bär. Ich nenne dich Barry. Weit, oh, schlecht wird's.
Reste, bis ich voll geheilt bin. Und ja, ich bin geheilt, das ist sehr schön. Packe ich mal zusammen und weiter geht's. Ich brauche mehr Rast, das ist mir wurscht. Ich habe keine Zeit. Ich finde das Survive-System echt nicht schlecht, weil es ist nicht zu nervig. Also es ist gut ausgewogen, meiner Ansicht nach. Was? Schon wieder? Was ist denn diesmal? Okay, ist ein Zombie. Holy shit, ich mach mich aus dem Staub. Das wird sonst eine ganz blöde Geschichte. Mein Magen knurrt, okay. Das macht nichts, ich hab glaube ich noch Bärenfleisch. Ist gerade gestorben, warum weiß ich auch nicht, aber das macht mir nichts. Oh. Der einzige Nachteil bei diesem Autosave-Ding, manchmal ist es auch okay, nicht so gut. Ich hätte Magieabsorption wählen sollen. Na? Sonne geht am Horizont auf. Sieht aber sehr schön aus.
Stockhead, okay, dann schauen wir doch mal. Stockhead Hollow, okay. Gibt es eine Gildenhalle? Sehr schön, die kann ich benutzen. Vorteilskill-Mitglied, man kann einfach sich reinflacken und pennen. Dann möchte ich noch schauen. Ah, hier nach Osten ist tatsächlich ein, Gasthaus. Was natürlich praktisch ist, das erspart einiges an Arbeit. Beziehungsweise im Rumgelaufe. Dancing Chasm, okay. Die Geheimniswurst. Tee. Sehr gut. Ja, mei, passiert. Man kriegt echt ein ganz anderes Gefühl für die Größe der Welt als mit dem Straßennetz. Das ist bei dem Tedious Travel war das auch schon etwas so, aber nicht so extrem. Oh, warum hängt die Musik? So, weiter geht's. Ja, das Spiel ist gerade abgeschützt, nicht mein PC, sondern nur das Spiel. Das hat's manchmal, da kommt er wohl nicht mehr im Laden hinterher. Naja, egal. Aber sonst läuft das Spiel recht gut, also, ja. Ich
hatte auch den Quest-Debugger mal an und hat angezeigt, ja, 1492 Quests, weil ja viele Sachen bei Spiel Warm Ashes läuft ja auch jedes Ding als Quest und jo. Das macht schon einiges aus. Wailing Star of Kinnereth, okay. Ja, da geht man quasi außen rum. Okay, mal halt drum rum. Ein Dieb, okay. Geldherde mit Turmschild, Kimono, Fleischschwert, kurzer Bogen und ein Fisch. Den Fisch benutze ich doch gleich. Also ich hatte die, ich hatte das falsch angewählt, deswegen, genau, dann benutze ich doch den Camp und dann campe ich. Also vorbei, der eine Schreibfeder und viele Papierrollen und Blätter trägt, okay. Da. Macht aber nichts, also. Mal weiter nach Osten.
Lauf, Forrest, lauf. Oh, ich hoffe, ich bin schnell genug. Ich muss nur schneller sein wie die anderen. Aber ich kann sie abhängen, das ist schon mal was. In der Hoffnung, dass sie irgendwann mal nachlassen. Das erinnert mich ja fast an die Simpsons-Folge, wo dann Rector Skinner, der Bart so verfolgt. Und dann so, okay, Fluss tut sich auf, er läuft einfach gerade durch. Das ist einer der besten Seen meiner Ansicht nach. Ich könnte es zur Not bis in die nächste Ortschaft schaffen, glaube ich. Da hinten ist immer noch der Löwe und der will mich immer noch. Oh, du bist erschöpft und solltest resten. Das werde ich tatsächlich jetzt auch tun. Du triffst auf Reisende, die sich die Gegend anschauen. Es sind Gegner in der Nähe. Okay, wir sind hier. Wie weit ist denn die nächste größere Ortschaft weg? Müssen wir mal schauen. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen nachher. Oh, das ist so ein gutes Stück. Ach, das ist Hard Männer, okay. Das ist doch das Straßennetz, hat man ein bisschen besseres Gefühl, wo was ist. Weil das nicht mehr nur einfach Punkte auf der Landkarte sind. Na, das geht auch ohne.
Aber was uns hier in der Dunkelheit erwartet, das erfahren wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, der Teil hat gefallen und wenn ja, dann bitte das nächste Mal wieder einschalten. Vielleicht bin ich dann weniger heiß, muss ich mal schauen. Ja, ich habe heute einiges Let's Play-mäßig aufgenommen, es hat sich aber so super angeboten, weil ich halt viel Zeit gehabt habe. Was halt immer Vorteile hat.